Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir den Glendalough Missionara Cask 7 Years, also 7 Jahre. Interessant. Ja, gibt es bei uns bei whisky.de im Shopsystem für 74,90 € und schon das Auspackerlebnis dieses irischen Whiskys, 46 Volumenprozente, Single Malt Whisky, war also schon so richtig japanisch. Man sieht ja hier außen dann so japanische Schriftzeichen drauf und so, ne? Und dann packt man den aus und dann ist da erstmal hier so richtig Japan-like, total super edel verpackt mit Siegel drauf und so. Und warum machen sie das? Nun wegen der Nachreifung in diesen Mitsunara Eichenfässern aus Japan. Ne? Ja, die Missionara ist eine der größeren Sorten. Also man kennt ja Quercus Alba, Quercus Robur, das sind so die großen, ne? Die europäische Roburg, Alba ist amerikanisch. Und dann gibt es eben noch die Quercus Mongolica, das ist wirklich eine komplette andere Familie aus Asien. Und die kommt eigentlich nicht so eher aus Mongolen, sondern eher so Korea und Japan, das da, wo sie eher wächst. Und das Schlimme, warum man sie eigentlich fast nicht irgendwo sieht, ist, man nennt sie auch Korkenzieher-Eiche. Und das liegt daran, weil der Baum einfach nicht gerade wächst. Und wenn man ein bisschen Ahnung von, oder beziehungsweise ein bisschen Sachverstand oder ein bisschen sich reindenkt in Sägewesen, dann ja, ist es schwierig, Dauben aus einem nicht geraden Baum zu machen. Und deswegen ja, sind diese Fässer extrem teuer. Ja, und da steht hier noch extra drauf. Die ist also von Hokkaido und es gibt nur noch eine einzige unabhängige Fassmacherei in Japan und die Anzahl an Fässern ist sehr limitiert. Ja, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und dann heißt das Ding auch noch, glaube ich, Wassereiche, ne? Water Oak übersetzt. Und man braucht so rund 200 Jahre, bis man da also ordentlich mitarbeiten kann. Und dann braucht man 3 Jahre, bis das Ding getrocknet ist. Und ja, dann. Ja, also es ist ein unglaublicher Aufwand, wie man aus Missionara Eiche ein Fass macht. Also deswegen sind diese Fässer so unglaublich teuer und deswegen so unglaublich rar. Und deswegen finde ich es ein bisschen heftig eigentlich, dass das Ding für 74,90 € hergeht. Ja, gut, es ist jetzt nur eine Nachreifung, das heißt, die Fässer kann man öfter verwenden. Und jetzt weiß man auch nicht, wie groß das Fass ist. Dass man nicht weiß, wie groß die Anzahl an Fässern, an Flaschen ist, die da rausgehen. Und dass man dann den Preis dieses Fasses, der sicherlich 2000 aufwärts beträgt, das hätte zu wenig eingeschenkt. Das ist auch nicht falsch. dass man das dann auf diese Flaschen verteilen kann und dann kommt man vielleicht am Ende mit 2 € auf der Flasche damit raus. Ja. Das glaube ich nicht. Das wird schon ein bisschen mehr sein. Was ich empfehlen kann, ist Glendalough. Die Brennerei ist eher so ein kleines Industriegebiet-Brennerei. Kann ich nicht so empfehlen, hinzugehen. Ich glaube, man kann mittlerweile vielleicht was tasten. Ansonsten ist sie, glaube ich, eher nicht für Public. Aber definitiv, wo ich euch empfehlen kann, ist zum Glendalough, also dem Glen da, 2 Loch See, also das Tal der 2 Seen, kann ich euch empfehlen. Wunderschöner Naturschutzgebiet mit schönen Park daneben und Wanderwegen da drin und auch ein wunderschönes irisches Restaurant, wo man richtig schöne, was irgendwie so eine Stew hatte ich da, die waren richtig toll. Also kann ich echt empfehlen, Glendalough. Und dann gibt es hier noch einen Tale dazu, eine schöne kleine Geschichte. Da sieht man hier so einen Menschen mit ausgestreckten Händen links und rechts. Und auf dem einen sitzt ein Vogel drauf, nämlich eine Amsel. Und die soll da der Sage nach 518, also im Jahr 518, dort auf seiner Hand 13 Tage und 13 Nächte gebrütet und ihre Kinder aufgezogen haben. Und das war halt der St. Kevin, der Heilige. Nee. Ja, es war ein Adliger, der dem dekadenten Leben eines Adligen überdrüssig war und dann in die Wildnis als Eremit gegangen ist. Und dann, ja, es gibt verschiedene, manchmal sieht man ihn nackt, dass er so rumläuft und Tiere streichelt. Manchmal sieht man ihn so rumlaufen mit dem Bogen und dann schießt er so ein paar Tiere. Also, es gibt sehr viele Sagen und Mythen. Auf jeden Fall gab es dann noch eine Frau, die ihn dann in Versuchung gebracht hat, aber er konnte hier widerstehen oder irgendwie so. Also ein sehr, sehr heiliger St. Kevin. Ich finde St. Kevin einfach der Name Kevin. Das ist im Deutschen aber so belegt. Ja. Also der ist ja schon in der Nase unheimlich würzig. Die Missionara Eiche ist also sehr, sehr extrem, sehr würzig.
Und normalerweise kriegt man die Würze, oder ich rieche meistens die Würze, bekomme die Würze erst über den Geschmack und dann anschließend in die Nase beim zweiten Mal riechen. Aber hier hat man gleich von auf Anhieb das und dazu noch exotische Früchte, so ja, Mango, Papaya, irgendwas Schweres, Aromatischeres, aber zusammen mit Gewürzen, also leicht ist er in der Nase aus meiner Sicht nicht. Also es wird ja dieser Missionare Eiche nachgesagt, so Curry, tropische Früchte, so in der Richtung Würzigkeit zu transportieren, finde ich auch, riecht genauso, wie ich es mir eigentlich von diesen Erzählungen her, von dieser Missionare Eiche vorgestellt habe. Und das mittlerweile aber auch, weil es mein zweites Schlückchen ist, mittlerweile auch ziemlich kräftig. Also vorher war es eher so ein bisschen tropische Früchte, wo man es auch von anderen Holzsorten her kennt. Und jetzt aber kräftig, würzig, tropische Früchte, Missionare Eiche. Okay. Tschüss. Tschüss. Die Eiche ist sofort da, würzig, aromatisch im Mund. Ja, vielleicht sogar schon rüber ein bisschen Zimt. Zimtrinde fällt ja auch immer ein bisschen schärfer, intensiver aus. Breit im Mund, weit runter auf die Zunge. Und dazu so eine leichte Zitrusfruchtnote. Ja. Auf jeden Fall für einen irischen Whisky. Normalerweise erwartet man ja einen irischen Blend. Der ist dann weich, sanfter Grain und so. Aber der hier, der hat also dicke in sich. Einmal als Single Malt und B über diese Nachreifungsfässer. Ziemlich voluminös, ziemlich würzig, ziemlich kräftig. Mit, ja, ich finde ihn auch so ein bisschen so exotischere Gewürze. Curry, Zimt. Bei den Gewürzen, muss ich sagen, tue ich mir immer ein bisschen schwierig, weil die wahnsinnig schwierig sind, auseinander zu halten. Was mich erinnert, ist ein bisschen so an den Inder oder so diese indische Nachspeise. Da kriegt man auch mal so ein kleines Gewürzding, wo man dann so einen Löffel nimmt und denkt sich nur, oh, jetzt ist aber Party in meinem Mund. Also das ist auch hier definitiv der Fall. Ja, wobei die dann so ein bisschen Anis drin haben, das habe ich hier nicht. Anis habe ich jetzt auch nicht drin. Es erinnert mich dran. Es ist nicht direkt so, aber es erinnert mich dran. Ich finde ihn aber sehr, wie du auch schon hattest, sehr untypisch für einen Iren. Weil er einfach so kräftig ist und so würzig ist. Kennt man jetzt vom Iren eigentlich nicht so. Ja, dann steht da noch drauf, glaube ich, Batch 001. Ne? Und das heißt, da, wenn sie keine Chance mehr haben, dass bei uns schon ausverkauft ist, dann gibt es dann vermutlich relativ bald dann doch einen neuen hinterher. Ja. Gut. Wirklich schöne Geschichte. Also ich hatte es ein bisschen geteasert gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Video drin hatte oder nicht bei Glendalough. Mir hatten sie damals schon so ein bisschen diesen Missionare gesagt, hey, da wird noch was kommen, der wird richtig geil. Und ganz ehrlich, ja, der ist geil. Also ich finde ihn richtig toll. Ich bin auch voll der Fan vom Missionare Eiche und finde es voll schade, dass der Baum so schlecht verfügbar ist. Ja. Naja, gut. Das war's mit Glendalough Missionara 7 Jahre. Den gibt's bei whisky.de im Shop zu kaufen. Schaut einfach mal vorbei. Vielleicht ist die Flasche ja auch was für euch. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.